Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Ark Survival Evolved. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr seht, habe ich eine neue Errungenschaft, die ich euch gerne zeigen möchte, und zwar den Ichthyosaurus. Ich habe hier endlich einen Delfin zähmen können, habe auch schon einige Level dazu gesammelt mittlerweile seit der letzten Folge. Ich habe im Off mal so ein bisschen weitergespielt, einfach mal, dass wir hier ein bisschen schneller vorwärts kommen. Habe dann auch schon den Ichthyosaurus Sattel bauen können und wir können hier auch schon mittlerweile auch ein paar andere Sachen bauen. Da freue ich mich schon drauf, da werden wir jetzt gleich näher drauf eingehen. Aber jetzt wollte ich eigentlich ganz gerne mal ganz kurz, wenn ich schon in der Lage bin, mich hier mal etwas schneller fortzubewegen, wollte ich das auch einfach mal genießen hier mit dem Ichthyosaurus. Ich habe ihn Flipper genannt. Flipper, sag Hallo. Ja, das ist wie Hallo auf Ichthyosaurisch. Finde ich super toll. Ich habe dabei auch gleich mal herausgefunden, weil ich auch ein bisschen im Internet dann wieder ein bisschen gesucht hatte. Es gibt so richtig geile Dinosaurier, die man reiten kann. So, jetzt hängt er hier ein bisschen fest. Nein, jetzt geht's wieder. Und zwar können wir zum Beispiel einen Anglerfisch reiten. Das wird richtig geil. Da freue ich mich schon sehr drauf, denn Anglerfische, die finde ich ja so richtig geil. Das sind die mit der langen Schnur über dem Kopf hinweg und am Ende dieser Schnur hängt eine Glühbirne dran. Das sieht so geil aus. Die können wir reiten. Wir können sogar einen Megalodon reiten. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, wenn wir mal die Gelegenheit dazu bekommen. Da vorne, da läuft gleich mal ein Raptor herum. Aber der kann uns hier nichts tun. Ich glaube, die einzigen, die uns hier wirklich gefährlich werden könnten, das wären Piranhas oder auch Mantas. Aber ein Megalodon, ich glaube nicht, dass der uns hier gefährlich werden kann. So groß, zumal wir die Gegend hier eigentlich eh ganz gut kennen und wissen, dass sich hier kaum Fische herverirren. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, genauer zu beurteilen im Moment, weil es ist ja stockdunkel. Ich hoffe, wir werden später mal noch die Gelegenheit haben. Oh, erschreck mich doch nicht so. Ja, ich weiß doch, erzähle ich auch gleich alles. Wir werden hoffentlich später mal noch die Gelegenheit haben, unter Wasser vielleicht auch sowas ähnliches wie eine Glühbirne benutzen zu können oder sowas. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich weiß zumindest, dass wir später mal so eine Art Taucheranzug oder sowas kriegen, mit dem wir dann auch unter Wasser etwas länger durchhalten. So, was ist denn dein Problem eigentlich? Wir sind doch hier gerade glücklich zusammen unterwegs auf dem Wasser, genießen den, ja, warte mal, wo ist denn hier der Sonnenaufgang? Den können wir hier gar nicht genießen, weil es hier, glaube ich, gar keinen gibt, oder? Da vorne gibt es auf jeden Fall einen anderen Fisch. Die Gegend kennt ihr hier auf jeden Fall sehr, sehr gut und es war eine lange Leidenszeit. Das kann ich euch verraten und sogar zeigen, wenn wir mal hier kurz reinschauen. Ihr wisst ungefähr noch bis hier Tag 5, 7.59 Uhr, da wart ihr noch mit an Bord. Danach ging die Leidenszeit los. Ihr seht das hier an den ganz vielen roten Linien. Ich hatte schon mal einen Ichthyosaurus gezähmt, der wurde mir aber später leider genommen von einem Manta. In der Zwischenzeit bin ich von vielen, vielen Raptoren und auch Piranhas gejagt und getötet worden. Das war wirklich keine schöne Zeit, kann ich euch sagen. Da bin ich wirklich sehr oft hintereinander gestorben. Also wir sehen das hier, Tag 5, 16.42 Uhr, 17.57 Uhr, 18.32 Uhr, 19.05 Uhr, 20.00 Uhr, 20.36 Uhr und so ging das halt weiter. Echt furchtbar, aber wir haben, naja, wie soll ich sagen, es hat sich ja doch irgendwie gelohnt. Wir haben jetzt ja doch einige Erfahrungspunkte dazu sammeln können. Wir sind auch einige Level weiter. Wir sind kurz davor, dass wir endlich Betäubungsfalle herstellen können. Das geht hier mit Level 21. Drei Level haben wir also noch vor uns. Mittlerweile sind wir hier in der Lage, eine bessere Wohnung zu bauen. Auch bessere Klamotten. Die habe ich sogar schon gebaut. Die habe ich gerade an, bis auf den Hut. Da fehlt mir noch ein bisschen Leder. Wir können ein Floß bauen, wir könnten auch schon einen Triceratops-Sattel bauen, Insektenschutzmittel und noch vieles mehr. Hier Räucherkammer, Futterdruck, Dinosaurier-Tor. Also wir werden vielleicht jetzt nicht unbedingt in dieser oder der nächsten Folge, aber demnächst werden wir auf jeden Fall anfangen, eine riesige Basis aufzubauen. Vielleicht fange ich da auch schon im Off damit an. Jetzt geht es erstmal darum, vielleicht mal so ein bisschen die Gegend zu erkunden. Da hätte ich mal so richtig Bock drauf, wenn wir schon hier mit einem
super tollen Saurier unterwegs sein können. Da vorne haben wir, glaube ich, nochmal einen Ichthyosaurus. Ich muss nur aufpassen, ich kann hier super toll tauchen mit dem. Das ist echt ziemlich geil. Aber trotzdem muss ich auf mein Sauerstofflevel aufpassen. Und natürlich müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht plötzlich von irgendwelchen anderen Dinosauriern angegriffen werden, die hier so unter Wasser leben. Weil ich glaube, es gibt mehr als nur den Megalodon hier unten. Haben wir ja schon gelesen, den Anglerfisch gibt es auf jeden Fall noch und dann gibt es, glaube ich, auch noch viel, viel größere Saurier hier im Wasser. Bin auch schon über einen Säbelzahn-Thunfisch gestoßen, der ist Gott sei Dank recht freundlich, so wie dieser nette kleine Kamerad hier. Da hätten wir sogar einen Airdrop. Wollen wir den mal anschauen, wie sieht denn mein Inventar aus? Ja, das sieht leider sehr, sehr voll aus. Vielleicht gehen wir jetzt doch nochmal ganz kurz zurück zur Basis, legen ein bisschen was ab. Schau mal, hier ganz, ganz viele Freunde, die sich hier versammeln um Flipper. Du bist doch Flipper, oder? Ja, ich glaube schon. Ah, Mist, wie kann ich das jetzt hier erkennen? Auf jeden Fall hat er gerade ein Level abbekommen. Das ist auch sehr schön und er kann im Wasser sogar richtig schnell schwimmen. Das ist echt ziemlich geil und ich bin sehr, sehr erleichtert, dass hier gerade kein Megalodon ist. Das wäre nämlich eine ziemlich schlechte Erfahrung, wenn ich jetzt hier gleich am Anfang schon wieder sterben würde. Was werden wir also machen in den nächsten Folgen? Wir wollen jetzt auf jeden Fall mal schauen, dass wir so schnell wie möglich Level 21 werden. Ich möchte endlich mal einen Parasaurus reiten können an Land, auch mal ein bisschen weiterkommen. Und was ich mir jetzt auch gedacht habe, und zwar entweder da auf der Insel, wo ich es ja schon mal überlegt hatte, aber dann geflogen bin, oder hier oben. Aber ich glaube, wirklich hier auf der Insel da hinten mal eine zweite und vor allen Dingen auch eine vernünftige Basis aufzubauen. Das wäre schon ziemlich cool, ehrlich gesagt. Da hätte ich jetzt mal so richtig Bock drauf. Aber jetzt lasst uns vielleicht mal kurz noch unser Zeug abgeben, damit wir jetzt hier nicht allzu viel mit uns herumschleppen müssen. Hier leider ein toter Ichthyosaurus. Oh, und der Vogel da schon wieder. Schnell abhauen. Und hier vorne hätten wir dann noch Willy. Also wem die Namen vielleicht bekannt vorkommen. Von diesen zwei super tollen Filmen, in denen Fische eine sehr, sehr bedeutende Rolle gespielt haben. Flipper und Free Willy oder wie der heißt der Film. So habe ich die hier einfach auch benannt. Du wartest bitte kurz hier, ich komme gleich wieder. Übrigens Männlein und Weiblein. Schaut euch mal das süße Gesicht an. Von vorne super süß, aber jetzt hier von der Seite mit den Zähnen, da sieht das Ganze schon ein bisschen gefährlich aus. Also ist auf jeden Fall nicht zu spaßen. Du hattest jetzt hier noch ein Level-Up-Moment, das kriegst du. Und zwar habe ich mir gedacht, erhöhen wir hier einfach die Bewegungsgeschwindigkeit, damit wir ein bisschen schneller sind als alle anderen Tiere im Wasser. An Land hat sie auch ein bisschen was getan. Wir haben hier natürlich Besuch von einem Pachycephalosaurus bekommen. Sonst nichts groß Nennenswertes. Doch, der hier ist auch neu. Der treibt sich auch seit neuestem hier in unserer Gegend herum. Ich weiß gar nicht, was das hier für einer ist. Schauen wir es mal kurz an. Was bist denn du? Du bist ein... Ja, war... Oh Gott. Ja, ich gehe schon. Hör auf, mich anzugreifen. Oh, Igitt. Igitt, was ist das? Ah, das war nicht so gut, was du da gemacht hast. Jetzt greifen die dich alle an. Hi, Flipper. Ah... Oh. Oh. Oh, hey, so geht es zwar nicht. Lass die in Ruhe. Ich geh. Okay. Der Calicotherium. Calicotherium ist überhaupt kein freundlicher Zeitgenosse. Ich sehe das schon. Aber sehr, sehr stark. Also meine ganzen Raptoren, die müssen auch ziemlich einstecken. Der hält ziemlich viel aus. Er kämpft immer noch. Oh nein, Gifty ist tot. Shit, ich brauche sofort mein Inventar. Ich brauche Pfeil und Bogen. Das lasse ich mir jetzt hier nicht bieten. Wo ist mein Pfeil? 7. Auf der 7 ist mein... Okay, nein, jetzt haben sie ihn doch schon erlegt. Der Moshop ist natürlich ganz klar abgehauen. So, warte mal. Wer lebt denn jetzt hier alle von euch? Ich habe jetzt hier absolut den Überblick verloren. Das ging mir ein bisschen zu bunt. Armadillo 2 und Grumpy leben noch und Moshops. Oh nein, hat der die anderen jetzt auch kaputt gemacht? Ja, Armadilla. Oh, bitte nicht Bobble. Armadilla ist tot.
Gifty ist tot. Wo ist Bobble? Bobble. Oh, Bobble lebt noch. Oh, Gott sei Dank. Puh. Hi, Bobble. Okay, das lief überhaupt nicht so toll. Eigentlich wollte ich euch nur zeigen, was da für ein toller Saurier noch in meiner Nachbarschaft ist, dass der aber so aggressiv reagiert. Das hätte ich ja jetzt irgendwie nicht so für möglich gehalten. Also hier auch nochmal Nahkampfschaden nach oben, wobei das nicht sehr viel gebracht hat, wie wir gesehen haben. Der Dino hat hier gerade sehr, sehr viel ausgehalten, aber wir können gleich nochmal schauen. Der hat, glaube ich, auch ein relativ hohes Level gehabt. Der Moshops, da haut der leider ab, wenn es zu bunt wird. Moment, was machen wir da mit dir? Ja, machen wir einfach Bewegungsgeschwindigkeit. Wenn du schon gerne abhaust, dann hau halt auch richtig ab. Dann hier du auch wieder Nahkampfschaden. Ja, eigentlich wollte ich euch gerade zeigen, wir haben auch noch einen Dilophosaurus dazu bekommen. Hier, Grumpy ist neu. Leider ist jetzt Armadilla und Gifty gestorben. Das lief jetzt richtig doof. Aber jetzt noch ein Grund mehr, hier auf die neue Insel dann da hinten umzuziehen, damit wir endlich eine vernünftige Basis aufbauen können, in der unsere Dinos auch in Sicherheit leben können. Das ist jetzt wirklich ganz, ganz wichtig. Jetzt haben wir hier erstmal ein bisschen Inventar rumliegen. Okay. Und was haben wir hier noch? Nochmal ein bisschen Leder und Fleisch. Okay, dann tun wir das hier mal alles da rein. Eigentlich wollte ich jetzt nur mein Inventar erleichtern, damit ich jetzt hier dann was machen kann. Und jetzt ist es gar wieder so ausgeartet. Das ist ja echt furchtbar. Okay, Lederschlafsack nehmen wir mal mit. Ja, eigentlich können wir jetzt das ganze Zeug alles mitnehmen, aber eine Kiste wäre nicht schlecht, wenn wir da noch bauen können, weil dann kann ich nämlich an der anderen Ortschaft hier gleich mal das bisschen einlagern. Ich möchte da ja gleich mich so richtig heimisch fühlen wollen. Jetzt ist nur die Frage, hier haben wir noch ein Bett. Das nehmen wir noch mit. Und am liebsten halt eine Kiste. Also das hier wird dann irgendwie so ein Außenlager. Das können wir später mal benutzen. Hier haben wir sehr, sehr viel Heu, Stroh und Fasern. Aber das ist alles nicht das, was ich will. Ich brauche eine Kiste. Ja, dann stellen wir halt mal eine Kiste her. 25 Holz und 20 Stroh brauchen wir dafür. Dann schnappen wir uns einfach mal das hier und bauen uns mal eben eine Kiste. Legen das wieder zurück. Perfekt. Dann zurück zu Flipper. Oh. Ja, warte mal. Ich will da schon noch raus. Also, meine Hübschen, wir haben jetzt ein paar Tage Zeit. Ich komme wieder. Keine Sorge, habt ihr genügend zu essen? Erstmal. Ja, hier verhungert keiner. Oh, Bobby kann auch ein Level up. Sehr schön. In Gesundheit. Also beim Bobble hatte ich jetzt schon die größten Sorgen, dass der eigentlich stirbt, weil der ist, glaube ich, eigentlich so mit der Schwächste. Aber er hat wunderbar überlebt. Jetzt hier Flipper, da vorne bist du, perfekt. Da liegt noch meine Leiche. Die, ja, die nehmen wir jetzt hier einfach mal rasch mit. Geht denn das hier? Achso, ich dachte, ich kann die mitnehmen. Ne, dann machen wir das so. Das ist ein Riesenvorteil tatsächlich, wenn wir sterben. Dann können wir uns einfach ein bisschen selber zerhacken und da nochmal rohes Fleisch zurückholen. Das ist echt ganz cool gemacht. Jetzt aber siedeln wir mal auf die andere Insel um. Das wird aber, glaube ich, auch sehr, 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 sehr interessant, weil da wissen wir ja schon, was für Dinosaurier dort heimisch sind. Müssen wir einfach ein bisschen aufpassen. Okay, Flipper, auf geht's. Wir reiten los. Ich hoffe, wir kommen hier auch wieder raus. Das ist natürlich eine etwas blöde Stelle. Aber das kriegen wir auch noch hin. So, auf geht's. Das ist das Schöne. Flipper kann auch schnell schwimmen. Wir tauchen aber trotzdem ab und zu mal unter, um zu schauen, was sich hier überhaupt verbirgt. Das wird, glaube ich, in Zukunft auch noch richtig geil werden, wenn wir da mal lange Tauchgänge durchführen können. Mit Flipper oder eben halt auch irgendeinem anderen Saurier. So, da ein bisschen am Strand entlang durchkämpfen. Was geht hier so ab? Ein Rochen, dem möchte ich gar nicht so unbedingt begegnen. Ach, das lief ehrlich gesagt schon ein bisschen doof jetzt hier mit dem Kampf gerade eben wieder. Aber darum ist es jetzt auch so unheimlich wichtig, dass wir mal eine vernünftige Basis aufbauen, in der sich unsere Saurier dann auch
wohlfühlen und natürlich auch geschützt fühlen. Wir haben es ja gesehen bei den Engrammen, wir können theoretisch auch ein Dinosaurier-Tor bauen. Hier ganz viele Artverwandte, hier ganz viele Ichthyosaurier. Mega feine Sache. Jetzt müssen wir nur schauen, da ist ein Megalodon. Dass wir jetzt natürlich Flipper auch da parken, wo er natürlich auch recht safe ist. Ist auch ganz, ganz interessant. Da musste ich mir auch noch was überlegen, wie ich das hier mit Flipper anstelle, weil ich weiß ja nicht, das müssen wir auch noch ausprobieren, ob ich hier mitten im Wasser... Alles safe, okay? Ja, alles safe, gut. Ob ich hier auch mitten im Wasser auch irgendwie so eine Art Zäune oder sowas aufbauen kann, um eben halt auch meine Wassersaurier zu schützen. Das ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Sache eigentlich. Okay, jetzt ist es leider irgendwie doch ein bisschen dunkel. Oder zumindest die Sicht ganz, ganz beschissen. Aber ich glaube, ich baue jetzt hier einfach irgendwo mein Lager auf. Da vorne ist wieder ein Dilophosaurus. Aber ich baue jetzt hier einfach mal... Das ist ja auch so generell ganz wichtig, dass wir an verschiedenen Standorten mal eine Basis haben. Weil wir können ja, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, von Bett zu Bett reisen. Da wäre es vielleicht ganz schlau gewesen, auch ein Bett mitzunehmen. Aber gut, habe ich jetzt hier vergessen. Wir laden jetzt erstmal rasch das Zeug ab, dass wir eh doppelt und dreifach dabei haben. Das können wir uns ja dann später auch nochmal alles abholen. Das ist aus den Zeiten entstanden, wo ich leider sehr viel gestorben bin. Darum habe ich hier auch ganz, ganz viele Spitzhacken und Äxte und was weiß ich alles, weil ich da einfach so oft gestorben bin und immer wieder ja das Zeug craften musste, um an vernünftige Waffen heranzukommen. Oh, die Dilophosaurus reißt sich zusammen. Oh, der hat gesessen. Oh. Wow, der hält aber was aus, du. Fall jetzt um. Ich will dich zähmen. Der hat aber was ausgehalten, du, das sage ich euch. Das war jetzt krass. Narkobären und dann haben wir jetzt hier auch demnächst einen kleinen Beschützer. Level 19, die Dilophosaurus, den können wir hoffentlich nochmal ein bisschen aufpäppeln dann. Du lebst doch noch, oder? Ja, aber er möchte mein Fleisch nicht. Warum willst du das Fleisch nicht essen, mein Guter? Ah, das gegrillte Fleisch, das magst du, oder? Nee, jetzt ja doch, da ist was weggegangen. Das hat jetzt einfach ein bisschen gedauert. Ist jetzt bei 28,5 und wenn wir ihn fertig gezähmt haben, kriegt er nochmal 9 Level dazu. Das heißt, er wäre dann Level 28. Das ist gar nicht mal so schlecht. Da oben ist ein Airdrop, aber ich weiß, dass hier irgendwo ein ganz gemeiner Dino ist. Da haben wir Flipper. Müssen wir immer wieder schauen, ob der noch am Leben ist. Denn ich habe schon mal einen Ichthyosaurier verloren. Und zwar hier an einen Manta. Der Level 4 Flipper wurde von einem Level 3 Manta erlegt. Das ist also kein gutes Zeugnis gewesen für den Flipper. Dass so ein schwacher Manta ihn zerlegen konnte. Naja. Schwamm drüber, wir haben jetzt einen neuen Flipper und ich hoffe, der macht seine Sache besser, aber es sieht ganz gut aus. Und hier würde ich eigentlich wirklich ganz gerne mal meine erste Basis so errichten. Können wir auch Zäune drumherum bauen. Können wir vielleicht auch hier die Schildkröten dann mal, wenn es dann soweit ist, zähmen. Und hier so eine kleine Schildkrötenkolonie aufbauen oder sowas. Das wäre ganz toll. Und das andere Lager, wo jetzt ja mein Hauptlager ist, das könnten wir eigentlich hernehmen, um eine Dodo-Farm oder sowas zu errichten. Ich glaube, der Ichthyosaurus da vorne ist leider tot. Du bleibst ja weg, ich sag's dir. Und dann fangen wir jetzt mal an. Wir müssen ein paar Engramme wieder freischalten. Ich musste leider Stoffhemd, Stoffhose und Schuhe und so weiter alles erforschen, denn das Blöde ist, diese sind Voraussetzungen für die Lederklamotten. Das ist echt doof, ist auch zu Recht in den Kommentaren bemerkt worden. Hat mich ein bisschen geärgert, dass ich das... dass das so gemacht ist, aber gut, ich kann es halt auch nicht ändern, ist so, müssen wir leider damit leben und wir haben den Dilophosaurus gezähmt, jetzt habe ich nur wieder vergessen, was das hier eigentlich für ein Geschlecht ist, Moment, komm mal her hier, was bist denn du bist männlich und jetzt habe ich mir gedacht,
weil mir das mit den Namen ja immer so schwer fällt, mache ich es mir jetzt ein bisschen einfacher. Ich nehme Namen von irgendwelchen Anime-Figuren her. Animes, die ich in der letzten Zeit oder vor längerer Zeit mal gesehen habe und die mich eigentlich sehr fasziniert haben, sehr viel Freude gemacht haben anzuschauen, habe ich mir gedacht, da klaue ich mir jetzt einfach mal ein bisschen die Namen raus. Der erste Name ist Yato aus Noragami. Der ein oder andere von euch kennt es vielleicht. Wenn nicht, einfach mal anschauen. Echt schöner Anime. Gefällt mir ganz gut. So, jetzt aber zurück zu den Engrammen. Wir wollen uns jetzt hier mal eine vernünftige Hütte bauen. Dazu brauchen wir mal ein Holzfundament, Wand, Dach, Rahmen und Tür. Das ist mal das Erste. Dass wir hier mal ein bisschen was aufbauen. Dann können wir später noch Zaunfundamente dazu holen, Wudenfenster und dann können wir eigentlich auch später mal noch hier runter gehen. Das ist eigentlich auch ganz cool. Fensterrahmen aus Holz und eine Holztreppe. Da können wir richtig geile Sachen bauen, hoffe ich.